Fangen wir mit einem Zitat an. Mach ich ja ganz gern. Unser Handeln sei getragen von dem stets lebendigen Bewusstsein, dass die Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Tun nicht frei sind, sondern ebenso kausal gebunden wie die Gestirne in ihren Bewegungen. Das hat kein Buddhist gesagt, das hat Albert Einstein gesagt. Aber ich denke, es passt ganz gut als Überschrift zum Thema Ethik. Insbesondere zur buddhistischen Ethik. Aber anfangen möchte ich dann doch mit damit, was Ethik eigentlich bedeutet. Was ist Ethik eigentlich? Wo kommt das her? Was ist Ethik im Westen? Was bezeichnen wir hier mit Ethik? Ja, was für ein Verständnis haben wir von Ethik? Das Wort selber, Ethik, kommt aus vom Griechischen, von Ethos. Wenn man das wörtlich übersetzt, heißt das so viel wie Gewohnheit, Herkommen, Sitte. Und wenn man das einordnet, so in die Geisteswissenschaften dieses Thema, dann gehört es zur praktischen Philosophie. Auf der einen Seite. Man findet es aber auch in den Religionswissenschaften. Also die katholische Theologie hat einen ganz eigenen Lehrgebäude, das heißt dann die katholische Morallehre, die sich mit dem Thema Ethik aus katholischer Sicht beschäftigt. Und auch in der protestantischen Kirche gibt es Lehrstühle, die sich damit auseinandersetzen, also einer protestantischen theologischen Ethik. Womit beschäftigt sich die Ethik im Westen? Da gibt es unterschiedliche Richtungen, Blickrichtungen, mit der man auf diese Ethik schauen kann. Man kann fragen, was ist das höchste Gut im Leben? Man kann Fragen stellen nach dem richtigen Handeln, also was ist das Richtige, was wir tun? Man kann Fragen stellen nach der Freiheit des Willens. Man kann die Frage stellen nach Handlungsregeln. All das sind Punkte, die innerhalb der westlichen Ethik auch diskutiert und angesprochen werden. Noch gar nicht so alt ist die Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Gesinnungsethik schaut auf die Motivation, also unsere Handlungsabsicht, und zwar orientiert an eigenen Werten, eigenen Wertvorstellungen und so in der Reinlehre ungeachtet der Handlungsfolgen. Und die Verantwortungsethik schaut auf die Wirkung, also welche Wirkung hat unser Tun? Das ist die Verantwortungsethik. Die Unterscheidung, die stammt von Max Weber. Der hat so gelebt von 1864 bis 1920. Also diese Ideen sind so um die 120 Jahre alt. So um den Dreh. Es gibt unterschiedliche Ethiksysteme, wenn man so in die Geschichte guckt. Ich gehe da gleich ein bisschen drauf ein. Die Menschen haben sich immer damit beschäftigt, woran orientiert sich mein Handeln. Was ist da die Richtschnur? Und je nach Neigung sind die Menschen da zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, was denn die Richtschnur für das Handeln sein soll. Sozusagen nach persönlichem Geschmack. Es gab Menschen, die haben gesagt, gut ist das, was nützlich ist. Das ist das Gute. Ja? Und zwar nicht nur nützlich für mich, sondern nützlich für alle Betroffenen. Also alle, die von meinem Handeln betroffen sind. Also eine Ausrichtung am allgemeinen Wohlergehen. Dann gab es Menschen, die haben gesagt, gut ist, was Genuss bereitet. Das waren dann die Hedonisten. Also alles das, was mir angenehm ist, das ist das, was ich verfolge und was gut ist. Es gab Menschen, die sagten, alles das ist gut, was glücklich macht. Und dann gab es die Prinzipienreiter, die gesagt haben, alles ist gut, weil es definiert ist als. Ja, das ist die Prinzipienethik. Da gibt es einmal diese fremdbestimmte Prinzipienethik, also die Normen werden von außen festgelegt. Also entweder orientiert an der Heiligen Schrift zum Beispiel, ja, von oben gegeben. Es gibt aber auch eine autonome Prinzipienethik, wo man rational überlegt, was wohl das richtige Handeln ist. Und daraus dann Normen ableitet und definiert. Also sozusagen aus eigenen Überlegungen heraus. Ja.
Und wir werden im Laufe des Vortrages sehen, wie die buddhistische Ethik da einsortiert wird. Von der Ethik zu unterscheiden ist der Begriff der Moral. Wird manchmal synonym gebraucht, hat aber eine etwas andere Bedeutung. Also Moral ist eigentlich das, was in einem sozialen Kontext als richtig empfunden wird. Also ist eine Frage der gesellschaftlichen Norm, der Absprachen, ist eine Frage von Familie, von Staat, von Kultur. Ja, in einem bestimmten Kulturkreis, in einem bestimmten System wird etwas für richtig gehalten, was im anderen System für völlig falsch gehalten wird. Und das ist eine Frage der Moral. Um ein Beispiel zu nennen, also ob ein unverheiratetes Paar zusammenleben darf, ist eine Frage der gesellschaftlichen Moral, aber keine ethische Frage. Und man merkt schon, Moral kann sich ändern mit dem Zeitgeist. Das, was vor 50 Jahren noch moralisch galt oder als nicht moralisch galt, ist heute in dieser Hinsicht wahrscheinlich bedeutungslos. Also das muss man immer unterscheiden. Begonnen hat die Beschäftigung in der Philosophie mit der Ethik mit Platon, der sich die Fragen gestellt hat, kann ich Tugend, also sozusagen eine Anleitung zum richtigen Handeln, kann ich das überhaupt lernen? Kann ich das unterrichten? Oder wird das von Geburt an sozusagen mitgegeben? Aristoteles hat dann später daraus eine eigene philosophische Richtung gemacht. Das ist eines seiner Bücher. Eines seiner Bücher beschäftigt sich mit der Ethik. Dann die Kirchentheologen, also Thomas von Aquin zum Beispiel, hat sich damit auseinandergesetzt und hat erste Ansätze für eine theologische Ethik aufgestellt, hat das systematisiert. Ja, das ist derjenige gewesen, auf dem die auch die heutige kirchliche Ethik aufbaut. So in der ausgehenden Renaissance hat sich ein Engländer damit auch beschäftigt, Thomas Hobbes. Der hatte eine sehr, als ich mich damit beschäftigt hatte, fand ich das eine sehr eigenartige Art und Weise, Ethik zu betrachten. Er hat nämlich gesagt, Ethik ist ein Naturrecht. Und er hat das so gemeint, dass er gesagt hat, der Mensch, alles das ist ethisch, der Mensch tut alles das, was zu seinem Vorteil ist, um in der Natur zu bestehen. Das ist ethisch. Und deshalb, er hat den Schluss daraus gezogen, deshalb braucht es den Staat, der sozusagen die Menschen im Zaum hält, ja, damit die ihre Ethik, die ihnen von Natur aus gegeben ist, nicht ausleben. Fand ich interessant. Er hat das als ethischen Egoismus bezeichnet. Was aus buddhistischer Sicht ein Widerspruch in sich ist, aber ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Also bis jetzt haben sich die Menschen, was Ethik anbelangt, daran orientiert, was gut ist, was Glück bringt, was nützt, was vielleicht auch den eigenen Neigungen entspricht. Kant, einer, der eine sehr große Rolle in der Aufklärung gespielt hat, der hat herausgefunden durch seine Überlegung, dass das keine geeignete Grundlage ist, um ein ethisches System aufzubauen. Also nicht als Grundlage geeignet ist, um eine für alle Menschen geltende, verpflichtende Ethik, um die zu formulieren. Er hat gesagt, der Mensch ist ein Vernunftwesen, der Mensch hat Pflichten in der Gesellschaft und er hat die Freiheit zu entscheiden. Daraus muss ich doch eine ethische Handlungsgrundlage formulieren lassen. Und er hat die dann auch formuliert. Und er hat gesagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Das ist die Kantsche Ethik. Und das ist das erste Mal, dass die Ethik losgelöst ist von einer äußeren Macht, sondern sie gründet sich auf die Vernunft des Menschen. Die Vernunft des Menschen wird zum Maßstab. Kant war, soweit ich weiß, ein gläubiger Mensch. Er hat also Gott nicht in Zweifel gezogen, aber er hat gesagt, das ist nicht der Maßstab für ein ethisches Miteinander. Das war so mit der Beginn dann der Aufklärung. Die praktische Philosophie hat in ihrer Geschichte immer wieder versucht, begründete Handlungsregeln für die Menschen aufzustellen.
Und diese Ansichten haben sich natürlich nach Zeitgeist, Strömung in der Gesellschaft immer wieder verändert. Und eine große Wendung gab es im Zweiten Weltkrieg, denn man hat die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn man Atome spaltet. Und dann ist dem Menschen zum ersten Mal klar geworden, dass er die Macht hat, die Erde zu zerstören, also seine eigene Lebensgrundlage zu vernichten. Das kann der Mensch. Und in der Ethik wurde das aufgegriffen und heute strahlt die Ethik eigentlich in alle Bereiche des täglichen Lebens aus. Wir haben Medizinethik, wir haben bei der Bundesregierung einen Ethikrat, wir haben in der Technik, ich bin Ingenieur, es gibt bei dem VDI, also dem Verein der Deutschen Ingenieure, gibt es eine Abteilung, die sich nur mit Ethikfragen, Technikfolgeabschätzung und solchen Dingen beschäftigt, also welche Konsequenzen hat unser Handeln auf diesen Gebieten? Und Werte wie Frieden, Gerechtigkeit, das Recht auf Leben, Freiheit wurden Gegenstand ethischer Diskussion. Aber wie immer man es auch betrachtet, die Ethik ist immer eine Denkschule gewesen. Ich habe mal von Hans Jonas das Buch gelesen, das Prinzip Verantwortung. Da greift diese Thematik einfach auf, aber es sind immer Dinge, die im Kopf passieren und die in ganz bestimmten Kreisen diskutiert werden. Ich weiß nicht, ob die bei jedem Menschen ankommen. Und die Ethik oder die ethischen Ansätze im Westen sind sicher vielfältig gewesen, aber dominant ist aus meiner Sicht immer noch heute die christlich geprägte Ethik. Die ist immer noch sehr, sehr dominant. Und die ist wahrscheinlich so tief in uns verankert, dass wir dann auch nur folgen, wenn wir uns selber nicht mehr als Christen sehen. Ich hatte da selber so ein interessantes Erlebnis. Wir machen ja hier Buddhismuskurse und ich habe einen solchen Kurs mitgeleitet und eine Teilnehmerin sagte zu mir irgendwann mal, du bist doch Christ. Da sage ich, nein, ich bin Buddhist. Ich bin kein Christ. Ja, du bist doch Deutscher. Ja, ich bin Deutscher. Ja, wenn du Deutscher bist, dann bist du auch Christ. Ich sage, nein, Moment, ich bin bekennender Buddhist. Wir haben das nicht zu Ende diskutiert, aber mich hat das doch beschäftigt. Und ich habe dann mit meinem Präzeptor, mit Bodhimitra gesprochen, das ist der mich ordiniert. Wir haben uns in Berlin getroffen und ich habe ihm davon erzählt. Und dann sagte er auf einmal zu mir, ja, überleg mal, vielleicht hat sie recht. Und dann habe ich überlegt und ich muss sagen, sie hatte recht, auf einer gewissen Ebene. Ich bin protestantisch erzogen worden und viele Dinge, die ich da mitbekommen habe, die wirken noch nach. So Sachen wie, du sollst oder du sollst nicht, du darfst oder du darfst nicht. Diese ethischen Maßstäbe, die sind so tief letztendlich verankert, ja, dass ich wahrscheinlich in der Bewertung von ethischen Fragen ganz unbewusst die christliche Ethik immer noch auf eine gewisse Art und Weise lebe. Und die christliche Ethik beginnt ja mit den 10 Geboten, reicht bis zur Nächstenliebe. Die Basis für diese Ethik ist aber eine Macht, eine äußere Macht. Das ist die Macht Gottes. Der sieht alles und gegebenenfalls bestraft er auch. Also Schuld und Sühne spielen in der christlichen Ethik eine besondere Rolle. Und ich glaube, dieses Gefühl von Schuld, das ist in unserer Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet. Es durchdringt alle Teile unserer Gesellschaft. Wenn uns etwas geschieht, wie oft fragen wir, wer ist schuld? Wir fragen, egal was es ist, irgendwie kommt immer die Frage, wer ist schuld? Wer ist schuld, dass ich das jetzt erleiden muss oder dass der Mensch das erleiden muss? Wenn wir uns jetzt mal der buddhistischen Ethik zuwenden, dann ist die Grundlage für die buddhistische Ethik keine äußere Macht, kein Gott, keine Gesellschaft, ja auch nicht der Buddha. Der Buddha ist nicht die Grundlage für die buddhistische Ethik, sondern es ist die Erkenntnis eines erleuchteten Geistes in die Zusammenhänge des Lebens. Das ist die Basis für die buddhistische Ethik.
Und die Prinzipien der buddhistischen Ethik sind natürlicher Ausdruck dieser Erkenntnis. Also der Buddha hat keine theoretische Grundlage, keine Prinzipien formuliert, aufgrund dessen sich ein Ethikgebäude aufbaut, sondern er hat gesehen. Er hat gesehen, wie das Leben funktioniert, wie die Zusammenhänge sind und hat gesagt, wenn wir da was verändern wollen, dann bedarf es einer bestimmten Handlung oder bestimmten Handlungen, die müssen dann ethischen Prinzipien gehorchen. Und so Begriffe wie gut, schlecht, böse, richtig, falsch, die benutzen wir ja oft, ja, wenn wir handeln, das war richtig oder das war falsch, was du da gemacht hast, das war gut oder das war schlecht, das war böse. Das sind keine Begriffe, die auf buddhistische Ethik passen. Im Buddhismus spricht man von geschickt oder ungeschickt. Also von Kuschala oder Akuschala. Also Handlungen sind geschickt oder ungeschickt. Diese Begriffe grenzen sich dadurch von Begriffen wie gut und böse ab, weil sie der Intelligenz und der Einsicht zugänglich sind. Ja? Wir können entscheiden, was geschickt und was ungeschickt ist. Aber ich muss zugeben, ich komme dann nachher noch drauf, in der Praxis ist das nicht immer einfach. Das sind dann eben die Tücken der Ethik, auf die ich dann zu sprechen komme. Das sagt sich leicht. Geschickt und ungeschickt bezieht sich nämlich auf das Ziel aller buddhistischer Praxis, auf Erleuchtung. Also auf die Befreiung aus dem Kreislauf des Leidens. Und nicht auf einen alltäglichen Vorteil. Auf einen Zweck. Wir haben allerdings das Problem, dass bei dem, was wir tun, dieses große Ziel nicht immer vor unseren Augen ist. Bei mir ist das jedenfalls, vielleicht sitzt da jemand, bei dem ist das immer vor Augen, okay, das kann ich nicht sagen, aber bei mir ist das so, dass ich nicht bei allem, was ich tue, daran denke, dass ich mich ja in Richtung Erleuchtung bewegen möchte. Da gibt es wahrscheinlich Dinge, die sind mir dann doch ein Stückchen näher und die bestimmen dann mein Handeln. Und das entscheidende Kriterium im Buddhismus für die ethische Qualität einer Handlung ist ein psychologisches. Denn was geschickt ist und was ungeschickt, richtet sich nach der Geistesverfassung, aus der wir handeln. Nach der Motivation, nach der Absicht, die hinter einer Handlung steht. Also nicht, man kann nicht nur das Sichtbare sozusagen zum Maßstab nehmen, ja. Also ich kann beispielsweise großzügig sein, weil ich einfach jemandem etwas geben möchte. Ich kann aber auch großzügig sein, weil ich gesehen werden möchte. Und dann steht auf meiner Parkbank drauf, diese Parkbank wurde gespendet von. Aber ich kann die Parkbank doch auch so spenden, muss doch da kein Namensschild dran. Ja, also das sind so, daran kann man vielleicht sehen, was eine Geisteshaltung hinter einer Handlung bedeutet. Ja. Und dieses Kriterium, also unsere Motivation, ist unserer Erfahrung zugänglich. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, ist es nur unserer Erfahrung zugänglich, unserer eigenen. Denn nur wir können bei uns wirklich hingucken, was ist unsere Motivation gewesen. Wir können die hinterfragen. Und seine Motivation zu kennen, ist ein entscheidender Faktor auf dem spirituellen Weg. Und das ist nicht leicht, das immer wirklich klar zu sehen, ne? Was ist denn meine Motivation hinter der Handlung? Manchmal braucht es seine Zeit, bis man das rausgefunden hat, was denn wirklich der Beweggrund ist, warum man etwas tut oder nicht tut. Wenn wir uns den buddhistischen Weg anschauen, in Richtung Erleuchtung, dann kann man da viel drüber nachlesen und es gibt unterschiedliche Formulierungen, wie man das beschreiben kann. Und die kürzeste Formulierung ist der sogenannte dreifache Pfad. Ethik, Meditation, Weisheit. Diese drei Elemente. Also der Weg zur Weisheit fußt auf Meditation und die Meditation auf einem ethischen Leben. Und Ethik ist der Dreh- und Angelpunkt in der buddhistischen Praxis. Deshalb reden Buddhisten so viel über Ethik. Warum ist das aber so? Warum hat Ethik für die Buddhisten einen so hohen Stellenwert? Warum ist das so? Warum ist das so wichtig, so entscheidend? Die Antwort
finden wir in dem Gesetz von Karma. Ich weiß nicht, jeder wird wahrscheinlich den Begriff schon mal gehört haben, was Karma. Und das Gesetz von Karma besagt schlicht und ergreifend, dass alles, was wir tun, Folgen hat. Alles, was wir willentlich tun, hat Folgen. Und das Karma-Gesetz selber ist neutral. Ja, es bezieht sich auf geschickte oder ungeschickte Handlungen. Es ist vollkommen egal, welche Handlung wir begehen, die Handlungen haben Folgen. Ja, es wird nicht bewertet. Ja, niemand bestimmt, was geschickt oder ungeschickt ist. Das zeigt sich sozusagen am Ergebnis. Und das tiefe Verständnis von Karma ist Teil der Erleuchtungserfahrung des Buddhas gewesen. In seiner Erleuchtungsnacht, das wird so in den Texten beschrieben, hat er gesehen, wie die Menschen aufgrund der Folgen ihrer Handlungen in bestimmte Umstände geraten. Ja, unter bestimmten Umständen wiedergeboren werden. Ja, dass das, was sie erleben, damit zusammenhängt, wie sie in der Vergangenheit gehandelt haben. Ja, das ist die Erleuchtungserfahrung gewesen. Und es wird wirklich betont, dass es kein Überlegen war, was den Buddha zu dieser Erkenntnis gebracht hat, sondern eine Schauung. Etwas wirklich zu sehen. Das können wir uns nicht vorstellen, wenn wir es nicht selber erlebt haben, denke ich. Denn der Begriff Karma bedeutet nichts anderes als Handlung, Tat, wenn man das ins Deutsche übersetzt. Karma bedeutet nichts anderes als Tat und Handlung. Sanskrit, ja, oder Kamma in Pali, das ist der Wortbegriff. Das ist im engeren Sinne, wird dieser Begriff auch so benutzt. Wenn man den etwas weiter fasst, dann ist es die Summe allen Tuns eines Individuums. Also die Summe all seiner Handlungen sozusagen. Das ist ein bisschen weiter gefasst. Und Karma, also die Handlungen, sind Ausdruck der Verantwortung, die ein Mensch hat. Für sein Handeln, für das, was er denkt, für das, was er sagt und für das, was er tut. Und die Verantwortung geht eigentlich sogar so weit, dass wir mit unseren Handlungen in diesem Leben bestimmen oder mitbestimmen, was ein Wesen, was unserer Existenz folgt, in einer anderen Existenz, erlebt, erleidet. Also im Buddhismus fußt der ethische Charakter einer Handlung auf dem freien Willen. Also darauf, dass wir Entscheidungsspielräume haben. Wenn alles determiniert, alles vorbestimmt wäre, ja, hätten wir keine Entscheidungsspielräume und damit natürlich auch keine Verantwortung für das, was wir tun. Letztendlich ist, wenn man Determinismus sozusagen als Maßstab nimmt, das sehr fatal, weil man entzieht sich seiner Verantwortung für das, was man tut. Im Buddhismus ist das anders, wird das anders gesehen. Wir haben sozusagen im Buddhismus ein psychoethisches System und kein sozioethisches System. Ja, also es ist wichtig, was bei uns im Geist passiert für die ethische Relevanz einer Handlung, nicht was die Gesellschaft dazu sagt. Für die ethische Relevanz, wohlgemerkt. Und das Gesetz von Karma ist ein Naturgesetz. Es wurde also nicht erfunden vom Buddha. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, Handlungen haben grundsätzlich immer Folgen. Wir handeln ja, weil wir auch etwas erreichen wollen. Also wir hoffen ja, dass aufgrund unserer Handlung erwünschte Folgen eintreten. Aber es kann natürlich genauso sein, dass unerwünschte Folgen eintreten. Das wissen wir nicht so genau. Wir haben immer erstmal nur eine Vermutung, die wir sozusagen mit unserer Erfahrung abgleichen. Und dann wird das schon funktionieren, wenn ich das jetzt so und so mache. Und in diesem Gesetz von Karma steckt ja noch ein Aspekt drin. Denn dadurch, dass ich entscheiden kann, wird überhaupt erst eine Entwicklung möglich. Ich habe eine Wahlmöglichkeit und kann mich deswegen entwickeln, spirituell. Wir können also was tun. Dass wir einen Willen haben, bedeutet, dass wir Einfluss auf unsere Taten haben. Wir können sicherlich nicht alles beeinflussen. Ja? Nicht alle Dinge, die uns geschehen, haben karmische Ursachen. Nicht alles. Aber wir haben natürlich Einfluss auf unsere Entscheidung, auf unsere Absicht. Und damit können wir unser Leben gestalten und damit natürlich auch unsere buddhistische Praxis
gestalten. Wenn ich das jetzt in westlicher philosophischer Sprache ausdrücken müsste, dann ist eine buddhistische Ethik eine Gesinnungs- und eine Verantwortungsethik. Eine Gesinnungsethik in dem Sinne, dass die innere Haltung, also unsere Motivation, ethisch relevant ist. Und diese Haltung ist in dem Bewusstsein, dass unser Handeln Folgen hat und wir die Verantwortung für diese Folgen zu tragen haben. Also es ist eigentlich keine Trennung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, sondern es ist eher eine Vereinigung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Und der Buddha hat nun mal gelehrt, dass wir zur Überwindung des Leidens selber was machen müssen. Wir müssen selber die Initiative ergreifen. Ja, die Freiheit vom Leid wird uns nicht von außen gegeben. Und das sind unsere Handlungen, das, was wir tun. Und wenn wir als Buddhisten Erleuchtung für möglich halten, und wenn wir uns auf den buddhistischen Weg einlassen, dann bedeutet das, dass wir Zuflucht nehmen zu den drei Juwelen. Zum Buddha, dem Ideal der Erleuchtung, zum Dharma, seiner Lehre, und zum Sangha, zu der Gemeinschaft. Das ist das, was für einen Buddhisten im Mittelpunkt seines Lebens steht. Und das drückt sich aus in einem ethischen Leben. Das ethische Leben ist der Ausdruck dieser Zufluchtnahme. Es ist also nichts Passives, sondern ist was Aktives. Und somit ist die buddhistische Ethik eine natürliche Ethik. In dem Sinne, dass sie Ausdruck des Einklangs mit der Wirklichkeit ist. Also wenn wir wirklich vollkommen ethisch leben, leben wir im Einklang mit der Wirklichkeit. Unsere Geisteshaltung ist im Einklang mit der Wirklichkeit. Umgekehrt, beim unethischen Handeln ist das nicht so. Da ist eben unsere Geisteshaltung nicht im Einklang mit dem, was wirklich ist. Ich möchte das nochmal unterscheiden. Diese Ethik hat nichts mit konventioneller Moral zu tun. Das ist wirklich eine Sache der Gesellschaft. Das hat was mit Tradition zu tun, mit Umgangsformen, mit Normen. Und diese Traditionen haben keinen Bezug zu unserer Geistesverfassung. Wenn man heilige Stätten betritt, es gibt ja unterschiedliche Religionen, haben unterschiedliche heilige Stätten. Wenn man zu uns zum Beispiel kommt, in einen buddhistischen Tempel, hier oder hier bei uns im buddhistischen Zentrum, zieht man die Schuhe aus. Das macht man so. Das ist eine Konvention. Und wenn man höflich ist, dann hält man sich daran. Wenn ich in einen Sikh-Tempel gehe, wie hier nebenan ist zum Beispiel einer, dann muss ich mein Haupt bedecken. Ja, man geht da nicht ohne Kopfbedeckung rein. Das ist da üblich. Wenn ich in eine Kirche gehe, nehme ich meine Kopfbedeckung, wenn ich denn eine trage, nehme ich sie ab. Es ist unhöflich, in eine Kirche zu gehen und den Hut, als Mann zumindest, den Hut aufzulassen. Das macht man nicht. Oder in einer Synagoge setzt man auch was auf den Kopf. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich mich als Sikh fühle oder als Jude oder als Christ oder als Buddhist, wenn man hier die Schuhe auszieht. Das kann ich ja nicht daraus schließen. Das ist einfach eine Konvention, hat aber keine ethische Relevanz. Konventionelle Moral ist in der Gesellschaft hilfreich. Sie hat seinen Platz. Sie gibt uns Orientierung. Sie hilft mir, mich höflich zu verhalten, den Respekt auszudrücken. Ja, das ist ganz wichtig. Also wenn ich in fremden Ländern unterwegs bin, dann beschäftige ich mich anfangs damit, was sind denn so die Grundhöflichkeitsregeln, die ich da einhalten muss. Ja, in einem Land gibt man jemandem die Hand, im anderen Land tut man das tunlichst nicht. Ja, man verneigt sich in einem Land voreinander oder man lächelt und all solche Sachen. Das sind Höflichkeitsregeln, die man einhält. Also ist schon wichtig, dass man das hat. Und diese konventionelle Moral, die gibt es auch im Buddhismus. Also zum Beispiel, dass Mönche eine Robe tragen, ist eine Konvention. Keine ethische Frage. Das ist eine Konvention, das ist so. Also, wenn wir uns mit ethischen Fragen beschäftigen, dann müssen wir Klarheit haben darüber, auf welcher Ebene bewegen wir uns denn jetzt gerade, wenn wir diskutieren. Ja, was ist denn da gerade wichtig? Auf einer tieferen Ebene hängt natürlich Moral und Ethik wieder miteinander zusammen.
Denn wenn ich mich respektvoll und höflich verhalte, ist das auch Ausdruck einer ethischen Haltung. Freundlich zu sein, anderen Menschen gegenüber. Ja, uns anzuerkennen, was für diese Menschen wichtig ist. Beschäftigen wir uns mal jetzt mit den Handlungen. Wir handeln ja im Leben ständig. Wir tun ja immer irgendwas. Wir handeln mit unserem Körper, zum Beispiel wenn wir körperlich arbeiten. Wir reden viel, wir kommunizieren, das heißt, wir handeln durch unsere Sprache. Aber wir handeln auch in unserem Geist. Also was in unserem Geist passiert. Und wir entscheiden auch ständig, was wir tun oder was wir nicht tun. Und das können wir selbst auch in unserem Geist machen. Wenn ein Gedanke da ist, der taucht von alleine auf, da kann ich normalerweise wenig dran machen, der ist einfach da. Die Frage ist aber, was mache ich mit dem Gedanken? Verfolge ich den weiter und spinne dann eine Geschichte draus oder lasse ich ihn einfach ruhen? Das ist eine Entscheidung, die man fällt. Also auch was unserem Geist passiert, ist unseren Entscheidungen zugänglich. Das passiert nicht von alleine. Und meistens ist es so, dass das, was in unserem Geist passiert, unsere Handlung prägt. Wird im Geist vorbereitet und zeigt sich dann in dem, was wir sagen oder in dem, was wir tun. Und je häufiger wir bestimmte Gedanken haben und bestimmte Handlungen durchführen, desto mehr verfestigt sich das. Das nennt man dann Gewohnheit. Das nennt man Gewohnheit. Jetzt habe ich gesagt, dass hilfreich oder geschickt und ungeschickt oder weniger hilfreich unsere Intelligenz und unsere Einsicht zugänglich sind. Das ist die Theorie. In der Praxis sieht das ja oft anders aus. Weil das, was uns treibt, eben aus einem unerleuchteten Geist stammt. Also das, was wir machen, ist eher von Gier, Hass und Verblendung geprägt, wie die Buddhisten das da sagen, anstatt von Großzügigkeit, Wohlwollen und Weisheit. Gier, Hass und Verblendung sind Schlagworte, die für bestimmte Haltungen stehen. Gier steht dafür, dass das, was uns angenehm ist, dass wir das haben wollen. Hass steht dafür, dass das, was uns unangenehm ist, was uns stört, dass wir das nicht haben wollen. Und Verblendung steht dafür, dass wir nicht die Wirklichkeit wahrnehmen, sondern wir immer nur dann das wahrnehmen, was wir irgendwo wahrnehmen wollen, wenn man so will. Ich kenne das auch von mir. Manchmal höre ich nur Dinge, die ich hören will. Und die anderen, die höre ich dann gar nicht. Wie hast du was gesagt? Ja, wenn es gerade nicht so da reinpasst. Das ist Verblendung. Wir orientieren das dann doch an unseren eigenen Nutzen, am Vorteil, den wir haben. Ja? Daran, wie es mir gerade geht. Also so Intelligenz und Einsicht scheinen alleine nicht zu reichen, um ein ethisches Leben auszurichten. Wir brauchen Hilfsmittel, Unterstützung, eine Richtschnur. Wir brauchen Führung auf dem Weg. Und da helfen uns ethische Vorsätze. Und diese buddhistische Ethik ist in Prinzipien formuliert. Und diese Formulierungen sind keine starren Regeln. Also hat nichts damit zu tun, das darf ich und das darf ich nicht. Wir bezeichnen das als Übungsgrundsätze. Das ist ein Training. Wie der gesamte buddhistische Weg ein Training ist. Das ist ein Training. Und diese Vorsätze, diese Prinzipien geben uns Orientierung. Und man muss sich die immer wieder ins Gewahrsein rufen. Deswegen rezitieren wir die recht häufig. Und man muss reflektieren. Anhand dieser Vorsätze. Wie habe ich denn gehandelt? War das im Einklang mit dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe? Oder war das nicht im Einklang damit? Also diese Vorsätze haben eine psychologische Funktion. Sie sollen die Geisteshaltung, aus der wir handeln, prägen. Denn die Geisteshaltung ist ja schließlich das Entscheidende in ethischen Fragen. Und die buddhistischen Vorsätze gibt es in einer positiven und einer negativen Formulierung. Die positive Formulierung
bedeutet, dass ich das betone, was ich tun soll, wo ich aktiv bin, ja, was ich pflegen soll, was ich üben soll. Und die negative Formulierung bedeutet, die Dinge zu beschreiben, die ich lassen soll, wo ich Abstand von nehmen soll. Also buddhistische Ethik hat zwei Seiten. Dinge, die ich vermeide zu tun, aber auch Dinge, die ich aktiv fördere. Jetzt gucken wir uns die mal ein bisschen näher an, diese ethischen Vorsätze. Es gibt für jeden Buddhisten die sogenannten fünf Vorsätze. Und soweit mir das bekannt ist, sind die in allen buddhistischen Traditionen gleich. Das ist nichts Spezifisches, sondern diese fünf ethischen Vorsätze gelten für alle Buddhisten in allen Traditionen und allen Kulturen. Also, wenn jemand sich als Buddhist sieht, nimmt er diese Übungsgrundsätze an. Er bekommt die sozusagen und sagt, jawohl, ich richte mein Leben danach aus. Sozusagen als Ausdruck seiner Zufluchtnahme, das habe ich vorhin schon gesagt. Und wenn man die negative Formulierung wählt, wird das meistens in Pali rezitiert, also in der alten indischen Sprache, in der die buddhistischen Lehren zuerst aufgeschrieben wurden. Und ich finde das immer sehr berührend, weil das alle Buddhisten verbindet. Also ich kann nach Indien gehen und die Menschen rezitieren diese Vorsätze in Pali. Ich kann nach Thailand gehen und sie rezitieren diese Vorsätze in Pali. Bis auf den Akzent, der natürlich da eine Rolle spielt, aber man kann das dann verstehen. Und das finde ich faszinierend. Das verbindet uns alle miteinander. Also unterschiedlich der Buddhismus vielleicht auch aussieht in der jeweiligen Tradition. Und die gehen auf den Buddha auch zurück, natürlich. Schauen wir uns die mal an. Ich lese die mal vor und dann sage ich das Prinzip, was dahinter steht und noch ein bisschen, was das bedeutet. Der erste Vorsatz lautet, ich nehme mir vor, aufzuhören, Leben zu nehmen, mit Taten liebevoller Güte läutere ich meinen Körper. Das ist der erste Vorsatz. Das Prinzip, was dem zugrunde liegt, ist das Prinzip der Gewaltlosigkeit. Und das Prinzip der Gewaltlosigkeit ist letztendlich die Grundlage für alle anderen Vorsätze. Man wird das gleich merken, wenn ich da durchgehe. Also es ist ein bisschen mehr damit verbunden, als nur nicht zu töten, sondern sich wirklich der Gewalt zu enthalten in jeglicher Form. Es drückt aus, dass aus buddhistischer Sicht alle Menschen, alle Wesen miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn ich jemandem schade, schade ich auch mir. Und grundsätzlich schadet man sich immer selber, wenn man aus einer negativen Geistesverfassung heraus handelt. In dem Sinne. Also lieber mit liebevoller Güte handeln. Mit Wohlwollen handeln, mit Wohlwollen für andere Wesen, für alle Wesen. Der zweite Vorsatz, ich nehme mir vor, aufzuhören, nicht Gegebenes zu nehmen. Mit großmütiger Hingabe läutere ich meinen Körper. Das ist das Prinzip der Großzügigkeit. Und nicht Gegebenes nicht nehmen bedeutet mehr als nur nicht stehlen. Wenn ich mir etwas nehme, was mir nicht gegeben wurde, muss das ja nicht gleich ein Diebstahl sein. Nicht zwangsweise. Muss ja nicht so sein. Aber wenn ich wirklich darauf warte, dass mir jemand etwas gibt, dann ist das ein Akt von jemand anderem, der von jemand anderem ausgeht. Die Person, der Mensch, der gibt mir etwas und ich nehme mir nichts. Also in diesem Falle eine sehr passive Haltung. Ich warte, bis mir was gegeben wird. Und was mir nicht ausdrücklich gegeben wird, das nehme ich auch nicht. Auf der anderen Seite versuche ich Großzügigkeit zu üben. Und zwar nicht nur Großzügigkeit in materieller Hinsicht. Großzügigkeit kann bedeuten, dass ich meine Zeit gebe. Dass ich Aufmerksamkeit schenke. Dass ich zuhöre. Ja, dass ich
Furchtlosigkeit geben, Angst nehmen von jemandem. Alles Dinge, die Großzügigkeit ausdrücken. Großzügigkeit beschränkt sich nicht nur auf materielle Dinge, auf Geld und Essen oder so, oder Kleidung und solche Sachen. Auf der anderen Seite bedeutet es auch im Umkehrschluss, ich nehme jemandem auch keine Zeit weg. Ja, also, dass ich jemandem ein Gespräch aufzwinge, obwohl der gar nicht mit mir reden will, weil der ganz was anderes vorhat im Moment. Das ist auch nicht gegebenes Nehmen. Ja, ich nehme ja seine Zeit gerade in Anspruch, obwohl der vielleicht gar keine Zeit für mich hat. Der dritte Vorsatz. Ich nehme mir vor, aufzuhören mit sexuellem Fehlverhalten. Mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit läutere ich mit meinem Körper. Das ist das Prinzip der Genügsamkeit. Was ist jetzt mit sexuellem Fehlverhalten gemeint? Letztendlich ist es die Anwendung des ersten Vorsatzes auf Beziehungen. Also die Gewaltfreiheit in einer Beziehung. Und das bedeutet, dass es keine Manipulation gibt, um etwas zu erreichen. Es bedeutet, dass es keine sexuellen Beziehungen zu Abhängigen gibt, zu Schutzbefohlenen oder auch mit Menschen, die in einer anderen Beziehung sind. Ist dann wieder die Kombination mit dem Nichtgegebenen. Ich füge ja in dem anderen Menschen noch Leid zu, dem ich die Person sozusagen wegnehme. Ansonsten versuche ich einfach zufrieden zu sein. Mit dem, was da ist. Zufrieden zu sein mit dem, was da ist. Was mir gegeben ist. Und versuche auch in meinem Leben an der Zufriedenheit zu arbeiten. Das muss man üben. Das muss man trainieren. Womit bin ich denn wirklich zufrieden? Weil wir sind so schnell dabei, unzufrieden zu sein. Weil der andere noch was hat, was besser ist, was schöner ist, was neuer ist und so weiter und so fort. Ist aber nicht einfach. Ist nicht einfach. Der vierte Vorsatz bezieht sich auf die Sprache. Ich nehme mir vor, aufzuhören, die Unwahrheit zu sprechen. Mit ehrlicher und wahrhaftiger Sprache läutere ich meine Rede. Das ist das Prinzip der Wahrhaftigkeit. Die Sprache ist ja das Kommunikationsmittel in unserer Gesellschaft. Überhaupt. Und eine Gesellschaft muss letztendlich darauf bauen, dass das, was gesagt ist, auch wahr ist. Wenn ich davon ausgehe, dass jeder sowieso nur die Unwahrheit sagt, wie will ich dann überhaupt kommunizieren? Wie will ich mich dann auf das verlassen, was gesagt worden ist? Also ist ein sehr stabilisierender Faktor in der Gesellschaft, die Wahrheit zu sagen. Und das geht über das Lügen hinaus. Lügen ist ja bewusst die Unwahrheit zu sagen. Das ist ja Lügen. Bewusst die Unwahrheit zu sagen. Ich weiß es eigentlich richtig, und ich sage es trotzdem anders. Zu der Wahrhaftigkeit gehört Faktentreue, gehört sachliche Genauigkeit. Man sagt, was man gesehen hat und berichtet, was sich tatsächlich zugetragen hat. Es wird nichts hinzugefügt oder weggelassen. Nicht übertrieben oder verniedlicht. Wir stellen die Dinge auch nicht geändert dar oder abgeändert dar, um uns selber vielleicht ein bisschen besser aussehen zu lassen oder den anderen ein bisschen schlechter, je nachdem. Ja, oder um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann merkt man, dass dieser Vorsatz sehr anspruchsvoll ist. Ja, wenn man da mal wirklich genau hinterschaut, was denn das eigentlich bedeutet für mein Leben und für die Anwendung auf meine eigene Sprache, auf das, wie ich mich verhalte. Es ist ja auch schwer, wenn ich etwas gesehen habe, das wirklich eindeutig wiederzugeben. Wir machen sofort unser eigenes Bild in unserem Kopf und haben dann eine gewisse Färbung drin. Und wenn zwei Leute das Gleiche gesehen haben, erzählen die noch lange nicht dasselbe. Ja, das muss man sich immer vor Augen halten. Aber so, ich habe gemerkt, so in meiner eigenen Praxis, das Gespür dafür wächst im Laufe der Zeit. Es wächst. Und manchmal ist das dann für sich selber sehr erschreckend. Sehr erschreckend. Der fünfte Vorsatz heißt, ich nehme mir vor, aufzuhören, Drogen zu nehmen. Mit hellwacher Achtsamkeit läutere ich meinen Geist.
Das ist das Prinzip der Achtsamkeit. Und Drogen steht hier stellvertretend für alles, was den Geist betrübt. Also ist nicht damit gemeint, irgendwelche in unserer Gesellschaft verbotenen Drogen oder auch zugelassenen Drogen, wie Nikotin oder Alkohol, die sind ja Drogen, die bei uns in der Gesellschaft akzeptiert sind. Und es gibt Drogen wie Haschisch oder Heroin oder Kokain oder solche Sachen, die sind in der Gesellschaft verboten. Das ist damit nicht nur gemeint, sondern alles, was letztendlich unseren Geist betrübt. Das kann auch Fernsehen sein. Ja, also wenn ich 5 Stunden am Tag vom Fernsehen sitze und immer irgendwas aufnehme, habe ich keinen klaren Geist mehr. Gilt auch für Radio hören oder also alle solche Sachen. Ja. Man muss da immer genau gucken, was damit gemeint ist. Das heißt nicht, dass man kein Fernsehen gucken soll oder auch nicht Radio hören soll, sondern man muss, wenn man die Dinge tut, achtsam machen und wissen, was man tut, zu welchem Zweck man das tut. Dass wir unseren Geist nicht mit Dingen zuschütten, die wir hinterher bereuen. Ich hatte mal in einer Meditationseinführung jemand, der sagte, sagen Sie mal, was macht man denn eigentlich, wenn man immer so ein Lied hört, wenn man in der Meditation sitzt? Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, ich höre immer so ein Lied. Ich konnte ihm nur sagen, er soll vorher den iPod aus dem Ohr nehmen. Ja, also damit er nicht, wenn er immer das gleiche Lied hört, den ganzen Tag, und er nimmt die dann raus, setzt sich hin zur Meditation, darf er sich nicht wundern, dass er es weiterhört. Das ist damit gemeint. Oder manche Menschen sind sehr empfindlich auf, Actionfilme. Die verfolgen dann diese Szenen noch nachts im Traum. Dann darf ich mir solche Filme nicht anschauen, wenn ich weiß, dass das einen negativen Effekt auf meinen Geist hat. Wenn ich dann in der Meditation sitze und dann sind die Bilder auf einmal alle wieder da, die ich da in dem Kino gesehen habe. Das waren die 5 Vorsätze, die für alle Buddhisten gelten. Und wir Ordensangehörige, wir haben 10. 10 Vorsätze. Das ist nicht so, dass unser Ordensgründer die jetzt erfunden hätte oder hätte sich die ausgedacht, diese, die wir noch haben, die darüber hinausgehen, sondern das sind Vorsätze, die der Buddha seinen Schülern gelehrt hat. Und für Sangharakshita, also den Gründer unserer Bewegung, sind sie das Fundament einer Gemeinschaft. Und einer spirituellen Gemeinschaft, wie so ein Orden im Besonderen, natürlich erst recht. Und im Laufe der buddhistischen Geschichte hat es für Mönche und Nonnen viele Regeln gegeben. Manche Traditionen haben über 200. Nur die Regeln sind ethisch nicht unbedingt relevant. Also es gibt zum Beispiel für Mönche eine Regel im Theravada, dass man nicht auf hohen Betten schläft. Ja, sondern auf niedrigen Betten. Das ist ethisch aus meiner Sicht belanglos. Solche Regeln, die sorgen dafür, dass das Ordensleben funktioniert, die sorgen vielleicht auch dafür, dass bessere Bedingungen herrschen für eine spirituelle Entwicklung, haben aber keine ethische Relevanz. Diese 10, die wir haben, also wir können ganz normale Betten benutzen, da gibt es also keine Restriktionen, soweit ich das weiß, ist mir noch nicht untergekommen. Aber diese 10 Vorsätze, die sind aus meiner Sicht eigentlich für alle Buddhisten, wenn wir die gleich hören, für alle Buddhisten relevant. Also nicht nur für Leute, die in einem Orden sind. Und von diesen 10 Regeln sind 3 dem Körper zugeordnet. Das sind die ersten 3, die wir gerade schon besprochen haben. Also das Prinzip der Gewaltlosigkeit, der Großzügigkeit und der Zufriedenheit. Dann 4 Vorsätze beschäftigen sich mit der Sprache. 4 Vorsätze. Den einen kennen wir schon. Also das Prinzip der Wahrhaftigkeit, das haben wir gerade schon besprochen, das ist identisch. Der nächstfolgende heißt, ich nehme mir vor, aufzuhören, grob zu reden. Mit freundlichen Worten läutere ich meine Rede. Das ist das Prinzip der Freundlichkeit. Also alles das zu unterlassen, was letztendlich unfreundlich ist. Und damit ist eine natürliche Freundlichkeit gemeint, keine antrainierte Freundlichkeit. Mein Standardsatz in der Stelle ist immer, mein Name ist, was kann ich für Sie tun? Da merkt man schon, die Person, die den Namen spricht, die
die meint das gar nicht, was sie da sagt. Auf der anderen Seite, in manchen Geschäften, da sind die Menschen sehr freundlich, wenn man da reinkommt und die möchten einem helfen, das richtige Produkt zu finden. Da ist dann eine natürliche Freundlichkeit da, obwohl das auch deren Beruf ist. Also man kann das nicht schwarz-weiß betrachten. Der nächste Vorsatz ist das Prinzip der Nützlichkeit. Ich nehme mir vor, aufzuhören, Überflüssiges zu reden. Mit hilfreichen und harmonischen Worten läutere ich meine Rede. Es geht darum, dass man sich wirklich überlegt, was man sagt und nicht einfach nur redet, um zu reden, um ein Gespräch am Laufen zu halten, sondern das, was man sagt, das muss auch einen Sinn haben. Viele Dinge, die heute in den Nachrichten präsentiert werden, gehören nicht in die Kategorie. Also, dass das unbedingt nützlich ist. Es werden die sogenannten Prominenten, hinter denen ist man her, um rauszufinden, was die gerade machen. Und das muss dann verbreitet werden, damit die Leute wieder was zum Erzählen haben. Ist nicht unbedingt nützlich, finde ich jedenfalls. Der nächste Vorsatz, ich nehme mir vor, aufzuhören, verleumderisch zu reden. Mit hilfreichen und harmonischen Worten läutere ich meine Rede. Das ist das Prinzip der Harmonie. Also dafür zu sorgen, dass in einer Gemeinschaft Harmonie herrscht, Eintracht herrscht. Und ich habe eine Stelle aus dem Pali-Kanon ausgesucht, die ich gerne vorlesen möchte. Sie gehört zu meinen Lieblingsstellen. Da geht es um die positive Formulierung der Redevorsätze, so wie der Buddha das ausgedrückt hat. Und ich finde diese Art sowas von klar und eindeutig, dass ich denke, man braucht da gar keinen großen Vortrag drüber halten. Man braucht sich das nur durchlesen. Das mache ich jetzt mal. Ich lese das jetzt mal vor. Kriegt man auch einen Eindruck, was so die buddhistischen Schriften zu dem Thema sagen. Für diejenigen, die es interessiert, das ist aus der mittleren Sammlung das Sutta Nummer 114. Es ist wesentlich länger als das, was ich jetzt vorlesen werde. Es geht um sprachliches Verhalten, also um die Rede. Sprachliches Verhalten ist von zweierlei Art, sage ich. Was zu pflegen ist und was nicht zu pflegen ist. Und sprachliches Verhalten ist entweder von der einen oder von der anderen Art. So wurde es von mir gesagt. Und worauf bezog sich das Gesagte? Shariputta, ein Schüler des Buddha. Solch sprachliches Verhalten, das die Zunahme unheilsamer Zustände und die Abnahme heilsamer Zustände in einem, der es pflegt, verursacht, sollte nicht gepflegt werden. Aber solch sprachliches Verhalten, das die Abnahme unheilsamer Zustände und die Zunahme heilsamer Zustände in einem, der es pflegt, verursacht, sollte gepflegt werden. Und von welcher Art von sprachlichem Verhalten und welche Art von sprachlichem Verhalten verursacht die Abnahme unheilsamer Zustände und die Zunahme heilsamer Zustände in einem, der es pflegt? Da enthält sich jemand davon, die Unwahrheit zu sagen, indem er es aufgegeben hat, die Unwahrheit zu sagen. Vor Gericht geladen, vor eine Versammlung oder vor seine Verwandten zitiert, vor seine Zunft oder die königliche Familie gerufen und folgendermaßen als Zeuge befragt. Also, guter Mann, sag, was du weißt. Sagt er, ich weiß nicht, wenn er nicht weiß, und ich weiß, wenn er weiß. Er sagt, ich sehe nicht, wenn er nicht sieht, und ich sehe, wenn er sieht. Er sagt nicht bewusst die Unwahrheit zum eigenen Nutzen, zum Nutzen eines anderen oder zum Nutzen irgendeiner unbedeutenden weltlichen Angelegenheit. Er enthält sich davon, gehässig zu sprechen, indem er es aufgegeben hat, gehässig zu sprechen. Er verbreitet nicht woanders, was er hier gehört hat, um jene Menschen von den Menschen hier zu entzweien. Auch verbreitet er nicht hier, was er woanders gehört hat, um diese Menschen von jenen dort zu entzweien. Somit ist er einer, der diejenigen vereint, die vorher entzweit waren, einer, der Freundschaft fördert, Eintracht genießt, sich über Eintracht freut, an Eintracht Entzücken findet, jemand, der Worte äußert, die Eintracht säen.
Er enthält sich des Gebrauchs grober Worte, indem er den Gebrauch grober Worte aufgegeben hat. Er äußert Worte, die sanft, gefällig und liebenswert sind, die zu Herzen gehen, höflich sind, nach denen es viele verlangt, die vielen angenehm sind. Er enthält sich der Schwatzhaftigkeit, indem er die Schwatzhaftigkeit aufgegeben hat. Er redet zur rechten Zeit, sagt, was den Tatsachen entspricht, redet über das, was gut ist, spricht über den Dharma und die Disziplin. Zur rechten Zeit sagt er Worte, die wert sind, festgehalten zu werden, vernünftig, gemäßigt und sinnvoll. Solch sprachliches Verhalten verursacht die Abnahme unheilsamer Zustände und die Zunahme heilsamer Zustände in einem, der es pflegt. Ich denke, deutlicher kann man das nicht sagen. Und da ist eigentlich alles drin. Und in dieser Art geht der Buddha durch alle 10 Vorsätze durch. Und diese Prinzipien galten halt schon vor 2500 Jahren. Ich glaube, da fing Platon gerade an, sich damit zu beschäftigen, ob man Tugend lehren kann oder nicht. Es muss so ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein. Jetzt haben wir noch 3 Vorsätze vor uns. Und die beziehen sich auf den Geist. Denn der 5. Vorsatz, der bei den zuerst genannten da war, also sich davon zu enthalten, Drogen zu nehmen, der taucht in dieser Liste der 10 nicht mehr auf. Was nicht heißt, dass wir als Ordinierte jetzt fleißig Drogen nehmen dürfen, sondern den Geist zu pflegen, ist aufgeteilt auf 3 Vorsätze an dieser Stelle. Der erste heißt, ich nehme mir vor, aufzuhören, begehrlich zu sein. Begehrlichkeit für Zufriedenheit aufgebend, läutere ich meinen Geist. Nochmals das Prinzip der Zufriedenheit im Geiste. Der zweite Geistvorsatz, ich nehme mir vor, aufzuhören, hasserfüllt zu sein. Hass in Mitgefühl verwandelnd, läutere ich meinen Geist. Das ist das Prinzip der Liebe. Und der dritte, ich nehme mir vor, aufzuhören, falsche Ansichten zu hegen, Unwissenheit in Weisheit verwandelnd, läutere ich meinen Geist, das Prinzip der Weisheit. Alles 3 Vorsätze, die der Geistesschulung dienen. So, jetzt habe ich so einen Überblick über die buddhistische Ethik und die Vorsätze gegeben. Jetzt wollte ich ein bisschen praktischer werden. Nämlich in der Richtung, warum handeln wir denn unethisch? Es hört sich ja so wunderbar klar an, was der Buddha schreibt. Jedes Mal, wenn ich lese, sage ich, ja, so möchte ich mal handeln. Und dann gucke ich mir mein Leben an und dann stelle ich fest, klappt nicht immer so ganz. Ich habe schon gesagt, ich bin Ingenieur. Ich arbeite auch als solcher und ich arbeite in der chemischen Industrie, aber habe auch einen vollen Job, also ich arbeite nicht Teilzeit oder so, ich habe einen ganz normalen Beruf. Und meine Tätigkeit an sich würde ich als ethisch bezeichnen. Auch das, was wir herstellen, ist ethisch. Weil oftmals ist es so, was man mit einem Produkt macht, das kann ethisch oder unethisch sein. Das Produkt an sich ist in der Regel neutral, sondern es ist eine Frage, was man. Es gibt Ausnahmen, Waffen zum Beispiel, Gifte und solche Sachen, das sind Ausnahmen, aber so das, was normalerweise hergestellt wird, das kann man entweder ethisch oder unethisch verwenden. Ja, ich kann mit einem Messer Brot schneiden oder auch was anderes machen. Das ist nun mal so. Aber wenn man im Management ist, so wie ich, dann ist das meiste, was man tut, Kommunikation. Man muss mit Menschen umgehen können, wenn man das macht. Und das ist immer eine Frage des ethischen Umgangs. Und das ist auch so mein Hauptübungsfeld für meine eigene Ethik. Und ich habe dann so festgestellt, wenn die Umstände gut sind, wenn es keine Spannung gibt, keine weltbewegenden Probleme, keine Konflikte, dann ist es ganz einfach, ethisch zu sein, freundlich zu sein, höflich zu sein, großzügig zu sein, ja, auch mal 5 gerade sein zu lassen. Das ist die eine Seite. Aber so ist nun mal unser Leben nicht, unser alltägliches Leben nicht, das Wirtschaftsleben
Sicherlich überhaupt nicht. Also wir treffen auf Spannung, wir treffen auf Konflikt. Wie gehen wir damit um? Wenn der Druck steigt, die Hektik steigt, wenn man vielleicht sogar überfordert ist mit dem, was man gerade tun muss, ja, dann wird es dann schon schwieriger, ethisch zu bleiben, ethisch und gelassen zu bleiben, ja. Und ich habe mich mal damit beschäftigt, was sind denn das für Gründe, warum wir uns unethisch verhalten? Und ich bin auf 4 Gründe gekommen, erhebe aber nicht den Anspruch, dass das vollständig ist, was ich jetzt erzähle. Das erste sind positive Erfahrungen. Wir machen mit unethischem Verhalten positive Erfahrungen. Es funktioniert. Vielleicht, wenn wir die Unwahrheit erzählen, haben wir Erfolg mit dem, was wir da gerade wollen. Ja? Vielleicht in der Geschäftswelt oder auch, wenn man sowas einkauft, ich gehe dann zu demjenigen hin, von dem ich was haben möchte und sage dann, aber da hinten kriege ich das viel billiger. Können Sie nicht noch was am Preis machen? Obwohl ich in Wirklichkeit gar kein Angebot habe, was wesentlich günstiger ist, sondern er ist ja schon der günstigste. Und dann gehe ich da hin und sage, da ist aber noch einer, der bietet mir das billiger an. Können Sie das nicht auch machen? Und dann sagt er vielleicht, ja, mache ich. Ja, habe ich unethisch gehandelt, habe aber Erfolg damit gehabt. Ja, das dann und Erfolg schult. Ne? Wenn ich mit einem Verhalten Erfolg habe, mache ich das beim nächsten Mal wieder genauso. Das ist dann das Kurzfristige, was die kurzfristigen Handlungsfolgen, die man dann hat. Ja, längerfristig denke ich ja in dem Moment nicht, was das bedeuten kann für mich. Weil ich diesen negativen karmischen Effekt ja nicht sofort erkenne, was da passiert. Oder wenn ich vielleicht Druck auf meine Mitarbeiter ausübe, vielleicht drohe oder versuche sie zu überreden, und dann erreiche ich mein Ziel und dann sage ich, geht doch, warum denn nicht gleich so? Aber ist nicht unbedingt ethisch. Und wenn man sein ethisches Gewahrsein schärft, dann fühlt man sich mit solchen unethischen Verhaltensweisen nicht mehr wohl. Es hat einen Effekt. Es hat einen Effekt auf den eigenen Geist. Man kommt sozusagen in Gewissenskonflikte dadurch. Weil man weiß innerlich, ich habe nicht ethisch gehandelt, ich habe nicht richtig gehandelt. Es war nicht okay, was er da gemacht hat an der Stelle. Also die Achtsamkeit lässt letztendlich dann eine innere Spannung entstehen. Und diese Spannung bewegt uns dann in Richtung ethisches Verhalten. Und wir brauchen positive Erfahrungen durch ethisches Verhalten. Ja? Also dass ich die Ziele, gerade auch im Management, mit ethischem Verhalten erreiche. Und ich mache die Erfahrung, es geht, es funktioniert. Ja? Man muss nur alte Muster, alte Verhaltensweisen über Bord werfen und muss es einfach mal probieren. Und es funktioniert, es geht. Das ist meine eigene Erfahrung. Wenn ich einem Mitarbeiter erkläre, warum etwas wichtig und etwas eilig ist und das fertig werden muss, dann versteht er das auch. Und dann macht er das auch. Und wenn ich ihm dann auch noch helfen kann und unterstützen dabei kann, dass das erledigt wird, dann funktioniert letztendlich auch, dass ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Ohne, dass ich da Druck aufbauen muss oder Drohgebärden aufbauen muss oder sowas. Also ich kriege auch mit ethischem Verhalten Ziele erreicht. Und man fühlt sich auch viel besser dabei. Auch eigene Erfahrung. Der zweite Punkt, warum wir unethisch handeln, oder Grund, warum wir unethisch handeln, sind Ängste. Wir haben Angst. Wir haben Angst vor Veränderung. Wir haben Angst, Ziele nicht zu erreichen. Wir haben vielleicht Angst, unseren Arbeitsplatz zu verlieren. So als im mittleren Management, so wie ich, da ist man so in dieser Sandwich-Position, wie das immer so schön heißt. Ja, von oben sagt der andere, übt der eine Druck aus und von unten kommen dann die Mitarbeiter. Es entstehen Ängste. Ja, wenn ich das Ziel jetzt nicht erreiche, dann schmeißt mein Chef mich raus. Also tue ich alles, damit ich dieses Ziel erreiche. Und dann ist nicht unbedingt die Ethik das Kriterium, was mein Handeln bestimmt. Wir haben Angst vor Gesichtsverlust. Ich habe eine gewisse Position aufgebaut, eine bestimmte Stellung, einen bestimmten Status. Und den muss ich aufrechterhalten, weil ich weiß, die
Menschen um mich herum haben aus dem und dem Grund einen bestimmten Respekt vor mir. Und wenn ich mich jetzt anders verhalte, dann ist der auf einmal weg. Ja, oder ich muss zugeben, dass ich mich geirrt habe. Deshalb lüge ich zum Beispiel, weil ich ja zugeben müsste, dass ich mich geirrt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also Angst vor Gesichtsverlust oder das Gefühl, immer Antworten haben zu müssen. Dass ich nicht mal sagen kann, tut mir leid, ich weiß es nicht. Sondern immer irgendwie antworten, dann bastelt man sich so Antworten zurecht. Nichts Halbes und nichts Ganzes, aber man hat ja was gesagt. Ängste lösen alte Mechanismen aus. Angriff oder Flucht. Wenn wir Angst haben, reagieren wir entweder mit Angriff oder mit Flucht. Im Arbeitsumfeld ist es oft so, dass die Flucht nicht möglich ist. Kann ja nicht einfach abhauen. Also kommt dann meistens Angriff. Das ist dann das, was wir sozusagen einprogrammiert haben. Also ich werde dann laut, ja, versuche mich größer zu machen, ja, indem ich sozusagen die verbale Keule raushole und dann Lautstärke durch, oder anders ausgedrückt, Wissen durch Lautstärke ersetze und Können durch Lautstärke ersetze. Und das führt zu Konflikten. Konflikten im Arbeitsumfeld. Und ich habe die eigene Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich ist, wenn man die Konflikte löst. Und es ist, dass es lohnend ist, Energie da reinzustecken, diese Konflikte zu lösen. Denn oft stellt man fest, dass hinter diesen Konflikten Missverständnisse stecken, Erwartungen stecken oder eben auch Ängste. Und wenn man die Konflikte anspricht, dann kann man den Kreislauf von Angst, Abwehrreaktion, Angst durchbrechen. Dann kann man den wirklich durchbrechen und wieder einen neuen Start finden. Denn es ist ja so, wenn ich Angst habe, reagiere ich heftig, das verschärft den Konflikt, meine Angst steigt. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und diesen Kreislauf, den muss man stoppen. Und das funktioniert einfach, wenn ich an die Wurzel gehe und die Wurzel ist, den Konflikt zu lösen. Es geht nicht immer, ist nicht immer einfach, es geht nicht immer von alleine, manchmal braucht man Hilfe von außen. Aber wenn man gelernt hat, Konflikte offen anzusprechen und wahrhaftig zu sein, ist das Ergebnis oft verblüffend. Weil interessanterweise sind die Ängste nicht nur bei einem selbst, sondern die Ängste sind auch bei der Person, mit der man den Konflikt hat. Und die hat genau das gleiche Reaktionsmuster, was ich auch habe. Und so schaukelt sich das auf. Und wenn einer dann kommt und sagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Konflikt aus der Welt schaffen, dann ist das Ergebnis oft Erleichterung. Man kann wirklich die Dinge ansprechen, die anzusprechen sind. Und man geht dann viel besser miteinander um. Also man muss die Ängste erkennen und dann Maßnahmen einleiten, dass man mit diesen Ängsten umgehen kann. Und dann hat man keine Basis mehr für unethisches Handeln aufgrund von Ängsten. Der dritte Punkt ist Anerkennung und Wertschätzung. Als Menschen brauchen wir Anerkennung und Wertschätzung. Wir haben jetzt bei uns in der Firma eine lange Diskussion gehabt. Wir haben jetzt so ein Leitbild, also was uns sozusagen leitet, kreiert und vielen Mitarbeitern das gestaltet. Und das Thema, was immer wieder nach oben kam, war das Thema Wertekultur. Ja, auch von den Mitarbeitern. Erkennt uns an. Sagt uns das auch. Lobt uns mal. Ja, das. Und schätzt, was wir tun. Nehmt das nicht als selbstverständlich hin. Also es ist ein ganz natürliches Bedürfnis, Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Und wenn wir in einer Gruppe sind und von der Gruppe akzeptiert werden, dann erfahren wir in dieser Gruppe oft Anerkennung und Wertschätzung. Deswegen sind wir in dieser Gruppe. Das kann aber den Nebeneffekt haben, dass man glaubt, Erwartungen erfüllen zu müssen, um eben genau diese Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren von der Gruppe.
Und das Verhalten orientiert sich dann nicht unbedingt an ethischen Maßstäben, sondern darum, ob ich die Erwartungen der Gruppe erfülle, ob ich in dieser Gruppe Anerkennung finde und Wertschätzung. Ja. Das können ganz banale Sachen sein, wenn die Gruppe in der Kneipe hängt und ja, möglichst viel Bier trinkt und ich kann dann mithalten und bin immer der Lustigste dabei, werde ich anerkannt. Toller Kumpel. Die Folgen, die damit zusammenhängen, aus ethischer Sicht betrachtet, ist vielleicht nicht so das Günstigste, was dabei rauskommt. Und der vierte Punkt ist Bequemlichkeit, Faulheit und Trägheit. Wir weichen bestimmten Themen aus. Manchmal muss es schnell gehen. Ich sage zum Beispiel, ich habe keine Zeit mit dir zu sprechen jetzt im Moment, geht leider nicht. Was dahinter steckt, ich habe keine Lust. Weil ich genau weiß, der spricht wieder ein Thema an, wo ich mich jetzt überhaupt nicht mit auseinandersetzen möchte. Ja. Ich bin müde, will nicht zuhören. Ja, oder ach, das muss doch jetzt nicht sein, dass ich da dieses oder jenes machen muss. Das ist doch nicht nötig. Ich muss doch den nicht fragen. Kann ich mir das so einfach nehmen? Das ist doch schon, in Ordnung. Ja, bist du so umständlich, wenn ich da jetzt erstmal anrufen muss und erstmal fragen muss, ob ich dieses oder jenes tun, dann wird schon richtig sein. Und was dahinter steckt, ist Bequemlichkeit. Man macht das einfach so. Faulheit und Unträgheit. Was macht man jetzt damit? Oder was habe ich damit gemacht? Wenn man nicht nur erkannt hat, dass man unethisch handelt, sondern auch die Gründe kennt, dann kann man auch was ändern an seinem Verhalten. Wenn man weiß, wo die eigenen ethischen Baustellen sind, und jeder hat die. Jeder hat einen bestimmten Bereich, wo, sag ich mal, seine Ethik verbesserungsbedürftig ist. Ja, bei mir ist das auch die Sprache, ja, weil ich einfach ein Mensch bin, der viel mit der Sprache macht, auch beruflich. Da muss ich immer sehr aufpassen, dass ich meine ethischen Prinzipien, die ich angenommen habe, dass ich die auch berücksichtige. Aber wenn man die eigenen Ängste erkannt hat, wenn man die Konflikte erkannt hat und auch wenn man sein Selbstbild mal hinterfragt hat, dann fällt es leichter, sein Verhalten in ethischer Hinsicht zu ändern und positiv zu verändern. Ja, oft haben wir ja ein Bild von uns selbst und das soll auf immer und ewig so erhalten bleiben. Und irgendeiner kratzt dann mal da dran. Und dann wird's unangenehm. Ethik kann man also üben. Man muss Ethik üben. Deshalb sind es, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Übungsgrundsätze, unsere Vorsätze. Und die Voraussetzung, meine Erfahrung, ist Meditation. Weil nur durch Meditation bekommen wir die Achtsamkeit, um das überhaupt sehen zu können. Wir bekommen ein ethisches Gewahrsein. Und mit zunehmender Praxis verfeinert sich das Gespür für das eigene Verhalten. Zugegeben, das macht das Leben nicht einfach. Wenn der Schleier der Verblendung so ein bisschen gehoben wird, ist das, was zum Vorschein kommt, nicht unbedingt angenehm. Ist leider so. Also viele Erkenntnisse über mich selbst und über mein Verhalten habe ich auf Meditationszeiten bekommen oder in Einzelklausuren, wo ich viel meditiert habe, Zeiten der Zurückgezogenheit genossen habe. Ich hatte Raum für Reflexion des eigenen Verhaltens. Ja, warum verhältst du dich an der oder der Stelle immer wieder nach den gleichen Mustern? Was steckt dahinter? Und das braucht Zeit, wirklich rauszufinden, was die wahre Ursache dafür ist. Und Meditationszeiten, Meditationspraxis allgemein ist eine Grundvoraussetzung. Ich habe auch ganz andere praktische Sachen gemacht. Ich habe mir auf der Arbeit einen Paten gesucht. Also einen Kollegen. Ich habe ihm erzählt, dass ich mein Verhalten ändern will an einem bestimmten Punkt. Und habe ihn gebeten, wenn ich mich nicht so verhalten, wie ich das möchte, dass er mich anspricht. Das macht er auch. Das ist auch nicht immer angenehm. Man sagt da, komm mal eben mit.
muss mit dir mal eben kurz sprechen. Aber es hilft. Ja, A, fördert das Vertrauensverhältnis miteinander und man bekommt sofort einen Spiegel. Und er ist wirklich sehr ehrlich, auch was das anbelangt, das ist auch wichtig. Und er macht es auf eine angenehme Art und Weise, auf so eine freundliche Art und Weise und in der Regel dann nicht vor anderen Leuten, sondern sehr dezent. Und wir können aktiv positives Handeln auch immer fördern. Großzügigkeit können wir immer üben, wenn wir durch die Stadt gehen. Ja, jemandem was geben. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus hier, aus einem, von einem, der bei uns hier praktiziert. Der hat mir erzählt, dass er an einer Kasse stand, in einer Schlange. Und vor ihm war ein älterer Herr, der wohl recht unfreundlich immer angegangen wird von den Menschen, die um ihn drumherum waren. Und er, die Person ist dann auf den alten Mann zugegangen und hat zu dem gesagt, schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Der Mann lächelte und das Thema erledigt. Fand ich sehr nett, die Geste einfach so. Eine Übung. Das einfach mal so zu machen. Und wenn wir schlechte Erfahrungen machen, weil ethisches Verhalten löst ja nicht unbedingt bei dem Gegenüber positive Resonanz aus. Muss ja nicht sein. Kann ja auch mal unangenehm sein. Nicht entmutigen lassen. Ja, einfach versuchen, die Umstände zu verstehen. Also, weil ich freundlich bin, muss noch lange nicht heißen, oder freundlich auf jemanden zugehen, dass der Mensch, auf den ich freundlich zugegangen bin, auch zu mir freundlich ist. Ja, vielleicht ist er mit dem falschen Fuß aufgestanden oder hatte gerade viel Ärger und dann ist er nicht freundlich. Und so merken wir, Ethik, Meditation, Weisheit, wir haben wieder den dreifachen Pfad, die sind untrennbar miteinander verbunden. Und Sangharakshita, unser Ordenskunde, der sagt dazu, das Umsetzen grundlegender ethischer Prinzipien wie Gewaltlosigkeit, Großzügigkeit, Genügsamkeit, Ehrlichkeit und so weiter im Alltag ist unabdingbar, denn einzig durch ethisch positives Verhalten in allen Lebenslagen schaffen wir die unerlässliche innere Voraussetzung, ohne die Meditation nicht gelingen kann. Also wer meditiert, wird früher oder später merken, dass er an seiner Ethik was tun muss. Und wir als Buddhisten, wir meditieren ja auch in einem Kontext. Wir meditieren nicht zur Entspannung, wir meditieren nicht, damit es uns ein wenig besser geht, sondern wir meditieren letztendlich, um auf dem spirituellen Weg voranzukommen. Und dieser dreifache Pfad ist nicht als Stufenweg zu verstehen, sondern man erst ein bisschen Ethik, dann fangen wir an zu meditieren, dann kommt irgendwann die große Weisheit. Sondern all diese Aspekte des Pfades hängen miteinander zusammen. Ja, wenn wir meditieren, schärfen wir unser Gewahrsein für die Ethik. Ja, wenn wir in der Meditation nicht weiterkommen, fällt uns auf, dass das ethische Verhalten an bestimmten Stellen verbesserungsbedürftig ist. Und wir lernen, und damit wächst unsere Weisheit. Also es ist ein Netzwerk. Weisheit bedeutet nämlich letztendlich Wissen um die Folgen des eigenen Handelns. Und das setzt auch voraus, dass wir, wenn wir unethisch waren, Bedauern äußern, uns entschuldigen, versuchen, wenn es möglich ist, es wieder gut zu machen, es geht nicht immer, aber irgendwann es auch loszulassen. Ja, es loszulassen. Weil manche Dinge kann ich dann nicht mehr ändern. Dann kann ich nur versuchen, es wieder besser zu machen. Ich muss es nicht wie in einem Rucksack immer mit mir rumtragen. Wir haben bei uns hier eine Praxis, die heißt Eingeständnis von Fehlern. Das heißt, mit spirituellen Freunden, bei mir ist es das Ordenskapitel, da sprechen wir über unser ethisches Verhalten und gestehen dann Fehler ein. Sagen dann, da habe ich mich falsch verhalten und ich nehme mir vor, das beim nächsten Mal anders zu machen. Das ist aber kein Ablasshandel. Also die Folgen, die da, oder eine Beichte oder so, die Folgen, die aus meiner Handlung, aus meiner unethischen Handlung letztendlich erwachsen können, die sind dadurch nicht unmöglich geworden. Ja, weil die Handlung ist geschehen und was daraus erwachsen kann, wird daraus erwachsen. Das ist einfach so. Aber es ist ein Entschluss und ein Bekenntnis, es nicht nochmal zu tun. Und das braucht eben Freunde und spirituelle Freunde.
die das dann auch annehmen, dass das so ist. Ist auch keine Verurteilung. Jetzt komme ich so langsam zum Schluss. Also alles, was wir machen, alles, was wir tun, hat in irgendeiner Form Auswirkungen auf uns und auf andere. Wir sind nicht isoliert oder alleine in der Welt. Und eine positive Entwicklung ist nur durch ein ethisches Verhalten möglich. Unethisches Verhalten wird uns immer wieder zurückwerfen. Wir merken das, wenn wir meditieren. Wenn wir Phasen haben, wo unsere Meditation nicht gelingt, wo wir abgelenkt sind, unkonzentriert, dann müssen wir vielleicht mal hinschauen, was kommt immer wieder in unseren Geist. Und oftmals sind es Dinge, die uns zeigen, dass wir an der einen oder anderen Stelle unethisch gehandelt haben. Und die ethischen Vorsätze sind nun mal ein Übungsprinzip. Wir sind nicht perfekt. Perfekt sind wir erst, wenn wir erleuchtet sind. Aber die buddhistischen Vorsätze geben uns einen Handlungsrahmen, eine Richtschnur. Also wenn wir uns klar machen, dass so Ausreden wie hat ja keiner gesehen, wird schon nicht so schlimm sein, nicht weiterbringen, dass wir immer die Folgen tragen müssen, die aus unseren Handlungen erwachsen, die Verantwortung dafür haben, dann hilft uns das, auf dem ethischen Weg zu bleiben. Ich habe mit dem Zitat begonnen und ich ende mit zwei Zitaten. Das eine ist vom Dalai Lama, der Ethik ganz einfach beschreibt. Er sagt, hilf anderen, falls möglich. Falls das nicht möglich ist, füge niemandem Schaden zu. Davon Abstand zu nehmen, anderen zu schaden, ist die Essenz des Anfangsstadiums, die die Lehren der Ethik zum Leben bringen. Und das zweite ist auch nicht von einem Buddhisten, von einem Philosophen. Das wahre ethische Individuum ruht mit Sicherheit in sich selbst, weil es keine Pflichten hat, sondern nur eine Pflicht. Und weil die Pflicht sich ihm nicht von außen aufdrängt als bloßes Gebot, sondern von innen als der Ausdruck seines innersten Wesens. Das hat Sören Kierkegaard, dänischer Philosoph. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.